Moin und herzlich willkommen zu deinem Farmvlog. Wie man sieht, das heißt nicht mein Traktor und nicht mein Anhänger. Ich bin von Kollege Schmicht am Fahren. Eigentlich bin ich auch mit meinem Traktor und meinem Kipper da, aber da gab es einen kleinen Vorfall, das kann ich euch nachher auch noch zeigen. Ja, und das ist ein MF 3080, ist ein geiler Traktor. Fertig. Ich habe gerade den letzten Boden gefahren. Ich habe leider ganz vergessen, Kopfaufnahmen zu machen. Das tut mir ein bisschen leid. Aber jo, kann ich auch nicht ändern. Ich denke, der Farmflug wird eh noch nicht zu Ende sein. Ich denke, irgendwann sieht man weiter bei mir oder so, weil der ist wahrscheinlich nicht lang genug. Aber was ich sagen kann, also Heider 3080 ist wirklich ein saugeiler Traktor. Der lässt sich super gut fahren. Jo, Kollege hat Geschmack, was Traktoren angeht. Gut, und das Rot, das ist wichtig. Alles andere ist mir egal.
Gell, Freundin? Gut, Männers, ich bin da mal raus. Wir sehen uns. Jo, moin. Geht jetzt einfach weiter her mit dem Vlog. Die letzten Szenen wollen dann die vermischt fahren. Ich bin jetzt hier gerade, wie man sieht, die IAC im Hintergrund bei meinen Schafen. Da sind dann noch die zwei, die auf der Welt sind. Ich hatte gerade, hat gerade Kraftfutter vorbeigebracht und Heu in der Raufe geschmissen. Hin, einen Ballen Heu vorbeigebracht. Ja, Daisy hier vorne, das ist Schroppschei, die sollte ja bald lammen. Die ist schon ziemlich dick. Die, denke ich, lammt in den nächsten 2-3 Wochen. Wird die lammen. Neben dran hat das ja der Bock, den kennt ihr. Und die anderen zwei im Stall, bei denen ist noch alles ruhig. Genau, ja, ich war gerade Fiedern, wie gesagt. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen Holz liefern. Ich hänge mir eine kleine Latzbahn an, da haben wir den Moin, Kollege und ich, waren Holz geschnürt. Und den fahre ich bei noch zur Kundin, die den gekäft hat. Genau. Und ich würde sagen, da fahren wir da mal bei noch. Ja, fahren wir weiter noch schnell hin. Beziehungsweise die Kiste noch abhängen auf meinem Maschinenplatz, die wollen anhängen. Kann ich euch auch zeigen. So, ich muss man immer aufpassen. Schande, der Edelstahlpaper nicht auch drauf. Ja, heute ist mal ausnahmsweise herrliches Wetter. Das ist im Moment sau selten. Wir hatten viel zu nass, eigentlich wollte ich heute noch Wicht fahren, aber das geht auch nicht, weil ich hatte Steuer. Film vom Holz wegfahren. Wir haben heute Sonntag den 13. Scheiße, moin, es war ein Dienstag. Nee, Spaß. Den 13. Ich bin mit der Echt eigentlich unterwegs, die ich als Wiesenschlepp missbrauche. Ja, warum das Ganze weiß schon. Hier die Flächen, die sind, also beziehungsweise ist Biotop, beziehungsweise sind im Ivy Hairschüttler. Natura 2000 Dingen und die müssen schon geschleppt werden, weil mal hier ab 15. eine Merinda wegen der Wiesenbrütern, deswegen habe ich die Kleinfläche geschleppt, die Lafonde, die und weil fahren wir noch zu der anderen, die ist ein bisschen größer, das sind 3/4 Hektar. Insgesamt sehen das hier 1,5 Hektar. Ja, das ist dies Jahr, was ich selber heu mache, bei Kollegen Helwischer, die ich noch, aber für mich schlank, der Teil für meinen Chef, für selber. Ja, genau. Wir fahren mal zum anderen Stück. Da klappe ich mal nicht zu. Und dann würde ich sagen, mache ich noch ein paar Aufnahmen, vielleicht sogar von außen. Weil meine Freundin dann fährt, mal gucken, vielleicht kommen wir das hin. Ja, hi, alles klar. Jetzt gucken wir mal, wie die Chefin sich schlägt. Das war ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen hat er einen geilen Sound mit der Edelstahl-Pave. Ja, und Sinn von dem Ganzen. Hi, hat es erstens nicht gut gemulcht und die Grasnarbe kriegt einen auf den Deckel. Wird belüftet und die Maulwurfshügeln werden eingeebnet. Das ist Sinn von dem Ganzen. Und hier so Haufen werden dann halt auseinandergezogen, weil hier hat der Mulch schon nicht so richtig geschafft. Da sieht man auch, dass das nicht so sauber gemulcht ist. Ja.
Und da werden wir halt heute auf mein Problem ist. Es kann sein, dass wir nur den Teil hier machen können, den wir bei Gefahr haben. Das sieht man, glaube ich. Weil hier läuft ein Graben durch. Das ist also ziemlich, ziemlich nass. Boah, der hat so einen geilen Sound. Normal müsste man noch schneller fahren, aber da fliegt schon vom Sitz, heißt so hubbelig. Das funktioniert ja, die Grasnarbe wird belüftet. Ja, und ich muss es halt machen, weil wie gesagt, wegen den Wiesenbrütern, hier ist in dem Programm drin. Wegen den Wiesenbrütern, da darf ich nur bis zum 15. rennen. Und heute ist der 13. Ich muss das auch sonntags machen, weil die haben ab 9 16 Liter Regen gemeldet bis Mittwoch. Deswegen muss ich das leider heute machen, auf den Sonntag. Ist zwar nicht ganz so schön, aber lässt sich halt manchmal nicht vermeiden, dass man auch am Sonntag was machen muss. Ja, und meine Freundin macht das auch ganz gut. Ich denke mal, filmen wir noch im Traktor. Ja, und hey, wer sich das gedacht hat, hat jetzt mitten durch den Weg. Da fährt einfach einer immer durch die Wiesen. Ich hasse es. Und hier ist auch saunass. Und hier seht ihr das. Hier läuft der Bach durch. Kann sein, dass wir dann im Sommer gar nicht machen können. Deswegen schleppen wir mal bei den Teil, wäre schade. Und schleppen den Teil hier, der noch trocken ist. Also hier das Stickschi, schleppe ich gleich noch. Ja, und genau, dann wären wir auch schon fertig. Wie gesagt, ist ja nur 1,5 Hektar. Den ich selber mache als Heu, weil mir lohnt sich einfach nicht für meinen 5 Schäf. Das ist ja nur Hobby, das Heu ein bisschen machen. Mit der Krumpern, das ist ja mehr, da lege ich schon mehr Augenmerk drauf. Ja. Normal mit zu Weihnachten mal hochheben und weiterfahren, aber man sieht, es bringt auf jeden Fall was. Und was man auch gelernt hat, umso wilder das aussieht, das kriegt man wirklich so einer Landwirtschaftsschule beigebracht, umso wilder das aussieht, umso besser ist der Effekt im Nachhinein. Also kann ich eigentlich nichts falsch machen beim Schleppen. Das ist ja wirklich nur, dass es Gras angeregt wird. Ja, gut, ich würde sagen, mit den Aufnahmen hier verabschiede ich mich mal. Mit erst, ich denke, da kommt noch was dran. Ich lasse jetzt immer die IAC vorbeifahren, da können wir immer gucken und dann, ja, machen wir mal halt weiter. Weil ich habe noch keinen Akku mehr. Ach ja, und nicht wundern, der sieht aus wie Schwein, ne? Gut, da bis später.